Hallo zusammen, ich bin Jasmin Kosebeck und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Themen. Heute bin ich in Stuttgart und wir stellen uns die Frage, wie wollen wir sterben? Dazu freue ich mich sehr, mit Ihnen sprechen zu können, Frau Dr. Anna Landes. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Fachärztin für Psychosomatik, Psychoanalyse und Psychiatrie. Sie haben Ihren Master in Medizinethik absolviert und eine Masterarbeit in Psychopharmaka oder über Psychopharmaka wohl eher geschrieben. Und Sie erstellen psychiatrisch psychosomatische Gutachten für Personen, die Sterbehilfe erhalten möchten. Heute, wie schon eingangs gesagt, stellen wir uns nämlich die Frage, wie wollen wir sterben? Selbstbestimmt oder einfach so, ganz natürlich, so wie es immer war, oder in den Kliniken, in den Pflegeheimen? Da stellen sich ja viele Fragen für die Personen. Wollen Sie noch was zu der Vorstellung sagen? Habe ich da irgendwie was verpasst? Nee, gut, okay, wunderbar. Ja. Sie schreiben eben diese Gutachten für Menschen, die den Weg des Freitodes wählen. Vielleicht ist vielen Menschen in Deutschland gar nicht bewusst, dass dieses Verbot quasi aufgehoben wurde 2020. Circa 350 Menschen sind diesen Weg in Deutschland bereits gegangen. Das Recht auf Sterbehilfe wurde eingeklagt und ist in Deutschland seit 2020 unter strengen Bedingungen erlaubt, nachdem das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe für nichtig erklärt hat. Das bedeutet, wenn der Wunsch da ist, ist es möglich, in Deutschland Beihilfe zur Selbsttötung erhalten. Sie wurde quasi entkriminalisiert und Sie schreiben diese Gutachten für Personen, die sich das wünschen. Vielleicht erstmal eingangs die Frage zu diesem Thema. Wie ist Ihr Zugang dazu? Warum machen Sie diese Arbeit? Ja, ich kam zu der Arbeit eigentlich genau zu dem Zeitpunkt, als die Sterbehilfe kriminalisiert wurde, 2015. Da starb meine Mutter und sie wollte, also sie war in einer sehr schlechten Verfassung, wurde zunehmend pflegebedürftig, wollte das nicht. Und hatte auch Angst vor einem kognitiven Verfall. Und dann war die Überlegung, sie hatte gefragt, kannst du mir nicht helfen? Dann war die Überlegung, ob wir in die Schweiz fahren können. In Deutschland war es schon nicht mehr möglich. Das war aber auch mit der Schweiz nicht mehr möglich, weil sie depressiv war. Und da gab es keine Möglichkeit, also auch in der Schweiz nicht. Und sie ist dann über das sogenannte, umgangssprachlich sogenannte Sterbefasten gestorben. Da haben meine Geschwister und ich sie betreut in der Zeit. Und ich habe mir damals gesagt, dass wenn diese Möglichkeit in Deutschland, wenn es die wieder gibt, dann werde ich diese Gutachten schreiben. Weil die Frage, ob jemand depressiv ist, muss man einfach genau anschauen, um zu erkennen, ob das wirklich die freie Verantwortlichkeit ausschließt oder ob das nicht der Fall ist. Sie haben jetzt ganz viele Themen angesprochen, die wir hoffentlich hier ein bisschen aufdröseln können. Sie haben über Sterbefasten gesprochen, über die Kriminalisierung von Sterbehilfe, auch das Thema Depressionen, weil das nochmal quasi in eigener ein eigenes Gebiet ist bei diesem Thema Sterbehilfe, weil normalerweise kennt man das, wenn jemand irgendwelche chronischen Krankheiten hat oder sowieso bald stirbt. Entschuldigung, wenn ich manche Sachen flapsig formuliere. Aber bei psychischen Krankheiten hat es nochmal so einen anderen Touch sozusagen. Wollen wir nochmal ganz am Anfang anfangen? Sie sagten, 2015 wurde die Sterbehilfe in Deutschland wieder kriminalisiert. Ja. Wie war denn die Regelung dann vorher? Es gab gar keine. Also so wie jetzt. Es gab gar keine Regelung. Und damit lief es auch gut. Also die Sterbehilfe hat davor auch stattgefunden, indem einzelne Ärzte, die das durchgeführt haben, bekannte Veteranen sind Arnold oder der Ritter, Michael der Ritter, die auch geklagt haben vor dem Bundesverfassungsgericht, indem die im Einzelfall sich ein Bild gemacht haben von dem Patienten und das dann durchgeführt haben. Vielleicht hier nochmal zur Klärung, wie das denn aussieht, ne? Diese Beihilfe zur Selbsttötung oder assistierter Suizid. Da geht es darum, dass der Arzt dem Suizidenten oder wie man das auch formulieren möchte, eben das Präparat
gibt, aber der Patient muss es selber einnehmen. Das ist doch das, was in Deutschland jetzt entkriminalisiert wurde. Ja, wir haben zwei Möglichkeiten. Also wir geben entweder Tiopental in einer Infusion, das ist ein Betäubungsmittel, das innerhalb von Minuten zum Tod führt. Es gibt auch wir haben drei Vereinigungen in Deutschland, die Sterbehilfe durchführen. Eine verwendet auch ein Medikamentengemisch, das für den Laien nicht zugänglich ist, das Patienten dann selbst einnehmen können, also auch zum Beispiel nur mit Angehörigen oder auch ganz allein. Und das dauert alle, geht allerdings über Stunden und ist auch nicht ganz komplikationsfrei. Also das kann auch schief gehen. Mhm. Sie sprechen jetzt über ein paar Organisationen in Deutschland, die das anbieten. Eine davon ist die Dignitas. Mhm. Und die Dignitas schreibt auf der Webseite, Dignitas beschafft das dazu notwendige letale Medikament, bei dem es sich um ein schnell und völlig schmerzlos wirkendes Barbiturat handelt, das in gewöhnlichem Trinkwasser aufgelöst wird. Nach dessen Einnahme schläft der Patient oder die Patientin innerhalb weniger Minuten ein, wonach der Schlaf absolut schmerzlos und ruhig in den Tod übergeht. Das ist Pentobarbital. Das ist in der Schweiz, wird es so gemacht. Pentobarbital untersteht in der Schweiz nicht im Betäubungsmittelrecht, aber in Deutschland. Tiopental, das wir in Deutschland verwenden, untersteht bei uns nicht im Betäubungsmittelrecht, aber in der Schweiz. Und sobald ein Medikament unter dem Betäubungsmittelrecht steht, kann man es nicht off-label, wie man sagt, verwenden. Also man kann es nicht für einen anderen Zweck verwenden, als den, für den es zugelassen wurde. Das heißt, wir können in Deutschland das Pentobarbital nicht verwenden, das man trinken könnte. Die Schweizer können das Tiopental nicht verwenden. Und das Pentobarbital kann man trinken, das ist stabil, das ist eine chemische Substanz, also ein Barbiturat, das stabil ist. Tiopental ist nicht stabil, das heißt, das muss man kurz vorher auflösen in der Infusion und als Infusion zuführen. Mhm. Interessant ist, dass ich das jetzt von der Webseite der Dignitas rauskopiert habe. Ja, Dignitas Deutschland. Ich bin mir fast sicher. Vielleicht, also ich will, ich würde meine Hand dafür jetzt nicht ins Feuer legen, aber habe extra geguckt, wie das dann überhaupt quasi erklärt wird, wie so ein Vorgang geht. Aber wenn Sie sagen, es kann zu Komplikationen führen, was meinen Sie denn damit? Pentobarbital nicht. Es gibt noch, also die Sterbehilfe Deutschland zum Beispiel verwendet eine Medikamentenmischung, die zu Erbrechen führen kann. Und wenn Patienten dann einen Teil erbrechen und nur ein Teil wirkt, kann es einfach sein, dass sie wieder erwachen, wäre vielleicht am wenigsten schlimm. Am schlimmsten wäre, wenn sie mit einer Schädigung erwachen. Wie oft passiert sowas? Das kann ich gar nicht sagen. Ich meine, die Sterbehilfe Deutschland gibt sogar einen Atlas, also ein Buch raus, in dem sie eine Statistik raus, in dem sie das auch aufführt. Aber das kenne ich jetzt nicht. Also es passiert sicherlich nicht häufig. Sonst würden die es sicherlich gar nicht mehr durchführen. Es gibt einfach Patienten, die sagen, sie wollen um keinen Preis abhängig sein. Sie wollen es absolut allein durchführen. Und dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit. Wir hatten 2017, wurde über das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, wurde das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte angewiesen, dass es das Pentobarbital, das also in der Schweiz möglich ist, an Patienten in einem fatalen Zustand, in einem sehr schlechten Zustand auf Antrag auszuhändigen, sodass diese Patienten das allein zu Hause einnehmen dürften. Und damals hat der Gesundheitsminister, ich glaube, das war Grohe damals, bin mir nicht mehr ganz sicher, das unterbunden und hat gesagt, dieses Recht wird nicht umgesetzt. Die Patienten bekommen das nicht. Und seither hat auch kein Patient das Pentobarbital erhalten, also in Deutschland. Mhm. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, weil Sie jetzt auch gerade da erwähnt hatten, dass manche das auch komplett alleine machen wollen. Ja. Also ja, das ist wahrscheinlich ein bestimmter Persönlichkeitstyp. Also die Patienten, die ich jetzt kennengelernt habe in der ganzen Zeit,
Da, gut, da waren vielleicht zwei dabei, erinnere ich mich jetzt doch, die sehr unwillig waren, dass sie abhängig waren von einem Arzt, der da kommt und mit dem sie einen Termin ausmachen müssen und das ganze Prozedere, die am liebsten das gänzlich allein zu Hause durchgeführt hätten. Die anderen aber gestalten den Abschied sehr bewusst, also mit Familie, mit Freunden, und gestalten auch die Zeit zwischen Gutachten und dem Termin für die Freitodbegleitung, so dass das auch, also oft, wie ich es erlebe, als schön empfunden wird, also als eine gelungene, ja, oder wohltuende Art des Abschieds. Ja. Wenn Sie jetzt, na, da würde ich direkt einmal ansetzen bei dem Thema Gutachten. Wie viele haben Sie denn schon geschrieben? Um die 90. Das ist ja von circa 350 Menschen, sofern diese Zahl korrekt ist, war die letzte, die ich gefunden habe, relativ viel. Das ist ja fast ein Drittel. 350 in 2021. Das ist richtig, ja. Ja, stimmt. Und da kommen noch welche dazu. Gut, nicht desto weniger, es ist schon eine beachtliche Anzahl an Gutachten, die Sie jetzt in diesem Zusammenhang geschrieben haben. Können Sie mir sagen, wie so ein Prozess abläuft? Ja, der Patient bekommt meine Kontaktdaten, meldet sich dann bei mir, wir machen einen Termin aus. In der Regel fahre ich zu ihm. Viele können die Fahrt auch gar nicht oder können oder wollen beides die Fahrt nicht mehr leisten. Einige wenige möchten kommen, die kommen dann zu mir in die Praxis, wenn sie da fit genug dafür sind. Und dann unterhalte ich mich mit ihnen und also ich bekomme vorher schon von Dignitas die Akten zugeschickt, die Unterlagen zugeschickt. Das sind mal mehr, mal weniger umfangreiche Arztberichte, Befunde, also die ganze Krankheitsvorgeschichte. Und den Antrag des Patienten, in dem er selbst begründet, warum er den begleiteten Freitod möchte. Wie er das vorbereitet hat und was seine Familie dazu denkt, das ist alles schon in dem Antrag, wird in dem Antrag schon abgefragt. Und damit bereite ich das Gutachten vor und dann spreche ich mit dem Patienten darüber, also ich kläre so die Aspekte der Freiverantwortlichkeit ab, nicht? Also Freiverantwortlichkeit ist ja ein geistiges Konstrukt. Das heißt, Sie können es niemals beweisen. Sie können es immer nur plausibilisieren. Und diese Plausibilisierung erfolgt, indem ich schaue, wie die Einsichts- und Urteilsfähigkeit ist des Patienten. Also ich frage ihn, ob er mir schildern kann, worin seine Lebensqualität bisher bestanden hat, was er gerne gemacht hat, was für ihn sein Leben ausgemacht hat und was er vielleicht verloren hat, auf was das zusammengeschrumpft ist. Dann frage ich nach der Wohlerwogenheit. Das heißt, hat er über Alternativen zum begleiteten Suizid nachgedacht? Alternativen, also so die klassischen Alternativen sind natürlich das Sterbefasten, was aber eigentlich auch ein begleiteter Suizid ist, und das Warten auf die Palliativmedizin. Und warum lehnt er das ab? Welche Alternativen gäbe es eventuell noch an Hilfen, um das Leben erträglich zu machen? Wobei viele Patienten schon ein Maximum an Ideen umgesetzt hat, oft auch mit Hilfe von Familie und Freunden, um so gut wie möglich noch mit dem Leben zurechtzukommen. Dann wüsste ich gerne, wie dauerhaft ist der Wunsch, also wann hat der Patient zum ersten Mal begonnen, sich damit zu beschäftigen, also sich mit diesem Gedanken auf den begleiteten Suizid zu beschäftigen. Und gab es Schwankungen. Und dann kommt der letzte Punkt, und das ist wahrscheinlich der kritischste. Gibt es sogenannte autonomiegefährdende Risiken? Also gibt es zum Beispiel von der sozialen Umgebung her, gibt es da Hinweise, dass da Druck ausgeübt wird? Oder aber gibt es psychische Erkrankungen, liegen psychische Erkrankungen vor?
die Willensfreiheit einschränken. Und da brauche ich so in der Regel 2 Stunden etwa, manchmal auch länger. Und lass mir dann vom Patienten noch den Tagesablauf schildern, um da ein Bild, auch ein plastisches Bild zu bekommen, wie denn so der Alltag für den Patienten aussieht. Also Sie bekommen die Akten, dann haben Sie 2 Stunden mit dem Patienten und da können Sie entscheiden, ob der Sterbewunsch auf Freiwilligkeit beruht, wohlgewogen ist, dauerhaft und ob irgendwelche autonomen gefährdende Risiken bestehen. Innerhalb von dieser, ich sag mal, aus meiner Warte heraus würde ich jetzt sagen, es ist eine kurze Zeit. Das mag kurz erscheinen, ist es aber tatsächlich nicht. Also ich bin ja gut vorbereitet mit den Unterlagen und habe in der Regel auch vorher schon Telefonate mit dem Patienten. Und dann läuft es sehr dicht und sehr konzentriert ab zu diesen Punkten. Ja. Mhm. Wie viele, wir haben jetzt von 90 Gutachten gesprochen, die Sie bereits erstellt haben, wie viele davon sind durchgegangen und wie viele nicht? Also etwa 10% gehen nicht durch. Also die bekommen das sogenannte grüne Licht nicht. Bei den anderen ist es so, dass ein Teil in dem Moment, in dem er dieses grüne Licht hat, so entlastet ist, dass er die Entscheidung für den begleiteten Suizid um Woche, Monat um Monat rausschiebt und dann eines natürlichen Todes stirbt. Ja, das erleben wir relativ oft. Und das finde ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen, weil es oft sind es sogar Patienten, die vorher sehr gedrängt haben. Also können sie nicht schneller kommen, ich halte es nicht mehr aus oder so. Und auf einmal entspannen die sich und können warten. Ja, und ein Patient zum Beispiel sagte dann, ja, wolle noch den Geburtstag der jüngsten Tochter abwarten, dann Weihnachten, dann Ostern und dann im Sommer des Folgejahres bekam ich von der Familie die Nachricht, dass er gestorben ist. Nicht? Und das zeigt, dass die Tatsache, dass oder das Wissen darum, diese Möglichkeit zu haben, Patienten oft so entspannt, dass die sich dem Ungewissen überlassen können. Also genau das, was vorher der absolute Horror war, wo eine ständige Angst und eine Erregung da war, was passiert, was kommt auf mich zu und so, das kann dann auf einmal abgewartet werden und dann kann der natürliche Tod eintreten. Wie erklären Sie sich das? Sie sind ja also auch Fachärztin in der Psychiatrie. Das heißt, Sie haben ja mit den Gedanken oder auch mit kranken Gedanken teilweise auch viel zu tun gehabt. Wie erklären Sie sich das, dass allein die Option einen so auch physisch einfach so entspannen kann, dass dann auf einmal der Druck abfällt? Das ist ja tatsächlich, Sie haben ihm ja nur eine Entscheidungsfreiheit gegeben und auf einmal kann jemand wieder aufatmen? Was passiert da im Körper oder im Geist? Ja, es gibt so eine Regel in der Medizin, dass Heilung im Vagotonus stattfindet, also im entspannten Zustand. Ja, jetzt geht es natürlich nicht mehr um eine somatische Heilung, also der somatischen Grunderkrankung, sondern um eine psychisch-geistige Heilung. Und ich glaube, das Wissen darum, dass das Leiden begrenzt werden kann, führt dazu, dass die Zeit genutzt werden kann, um noch Frieden mit sich, mit dem Leben, mit dem Schicksal zu schließen, mit der Familie abzuschließen. Im Wissen darum, man kann es beenden. Ja, und diese drohende Endlosigkeit des Leidens, die ist weg in dem Moment. Das heißt, diese drohende Endlosigkeit, dass es in der Vorstellung nicht begrenzt werden kann, ist ein Stressfaktor, der dazu führt, dass es dem Patienten schlechter geht. Und wenn man diesen Stressfaktor wegnimmt, dann könnt ihr auf einmal wieder Potenziale nutzen, die vorher nicht mehr zugänglich waren in dieser Angst. Was schon sehr interessant ist, ja. Ja, also das finde ich so mit den faszinierendsten Teil. Deswegen, wenn Sie sagen, 90 Gutachten sind eigentlich viel, ich müsste nachgucken, wie viele gar nicht. Ich glaube, es ist mehr als ein Drittel,
oder noch mehr, ich habe die Zahl jetzt aber nicht ganz im Kopf, die gar nicht zur Tat schreitet. Mhm. Ja. Das ist spannend. Waren Sie eigentlich schon mal bei so einem Vorgang dabei? Ja, ich führe das zum Teil auch selbst durch. Was heißt das genau? Also Sie meinen jetzt das Legen der Infusion, oder? Mhm. Die eigentlich, ja, also dass die Infusion gelegt wird. Ich weiß, soll ich beschreiben? Ja, gerne. Ja. Also man legt zuerst eine Kochsalzinfusion und dann der Patient wird dann mehrfach nochmal gefragt, ob er vielleicht andere Meinung inzwischen ist oder ob er das Ganze wieder abbrechen möchte, was jederzeit geht. Und dann sind Familienangehörige und Freunde, die sprechen oft noch miteinander, und so dass sie da noch mal Zeit haben, und in der Zeit bereite ich dann oder zusammen mit einem Freitodbegleiter von Dignitas jetzt meistens in meinem Fall die Infusion vor. Das Thiopental muss man auflösen. Das ist schlecht löslich. Das dauert eine ganze Weile, bis man das in der Flasche hat. Und dann wird die Infusion zugedreht, umgestöpselt und dem Patienten dann gesagt, wenn er jetzt auftritt, dann gibt es kein Zurück mehr, dann geht es sehr schnell. Und die Patienten, also müssen das Rädchen selbst aufdrehen von diesem Infusionsschlauch, schlafen innerhalb von 2 Minuten ein. Und dann sieht man auch, das ist kein tiefer Schlaf mehr, das ist wie eine Narkose. Und dann tritt der Tod unterschiedlich schnell ein, aber 10, 20 Minuten. Wie Sie das so beschrieben haben, ich merke richtig, wie ich ganz angespannt bin, während Sie das erzählen, weil ich mir das einfach wie eine sehr, also eine sehr spezielle Situation, also ich stelle mir vor, dass es eine sehr spezielle Stimmung ist, die da herrscht. Ja, ist es auch. Also ich, manchmal fragen mich Angehörige, ob sie vielleicht besser nicht dabei sind. Und ich ermutige sie eigentlich immer, weil die Erinnerung an dieses friedliche Einschlafen ist auch schön. Ja, denn wenn Menschen schon erlebt haben, wie Patienten sterben, also wie der Tod auch aussehen kann, dann ist es enorm tröstlich zu sehen, dass es so friedlich gehen kann. Und auch für Angehörige eine entlastende Erinnerung. Mhm. Jetzt muss ich mal nachfragen, gab es schon den Moment, dass jemand das nicht aufgedreht hat? Nein, es gab einmal eine lustige Situation. Das war ein Patient, also es gibt immer wieder auch lustige Situationen, muss ich sagen. Das war ein Patient, der hatte eine Halbseitenlähmung nach einem Schlaganfall und konnte das Rädchen nicht mehr aufdrehen. Dann gibt es so eine Vorrichtung, dass er mit der groben Armkraft so eine Vorrichtung betätigt, die Infusion öffnet. Und dann wurde er halt nochmal gefragt, wie es auch Vorschrift ist, wir können abbrechen. Und dann sagt er, ach, hören Sie mit dem Quatsch auf. Ja, und hat diesen Hebel da betätigt. Also ich glaube, wenn die Patienten dann wirklich den Termin ausmachen, dann ist die Entscheidung gefallen. Ich finde das so, ja, ich glaube, weil ich mich noch nie in so einer Situation befunden habe, so schwierig nachvollziehbar, wie man so sicher sein kann, dass man sterben möchte. Also das ist ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, Gründe für den Sterbewunsch der Betroffenen waren den Angaben zufolge schwere Erkrankung, aber auch sogenannte Lebenssattheit. Und ich frage mich, woher kann man das so sehr wissen? Man kann ja auch sich nicht entscheiden, ob man geboren wird oder nicht. Das ist ja auch keine bewusste Entscheidung. Ja, aber Patienten können, also die Gründe dafür, so eine Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, ist eine drohende oder schon bestehende Pflegebedürftigkeit. Und es sind fast immer Menschen, die ein sehr aktives Leben geführt haben und die sagen, dass die Passivität, die mit der Pflegesituation verbunden ist, ihnen vollkommen zuwider ist und dass es
ihrer Persönlichkeit nicht entspricht, dass sie das nicht haben wollen. Also entweder sind sie schon drin in der Situation oder kurz vorher reingekommen. Also es gibt Situationen, da hat Patient zum Beispiel ist in ein Pflegeheim verlegt worden und behält die Wohnung noch, genau aus dem Grund, um die Sterbehilfe da durch den begleitenden Suizid da durchzuführen, weil er diese Situation nicht, weil er nicht gepflegt werden möchte. Das ist ein Grund. Also eine bestehende oder kurz bevorstehende oder drohende komplette Pflegebedürftigkeit und Abhängigkeit. Und wie gesagt, es sind eigentlich immer Menschen, die ein sehr aktives Leben geführt hatten. Also in einer Diskussion mit einer Palliativkollegin kamen wir eigentlich zu dem Schluss, dass unsere Patientengruppen sehr unterschiedlich sind. Ja, dass die Patienten, die gut mit einer Palliativversorgung zurechtkommen, sich schicken können, können so ein Schicksal annehmen, können sich pflegen lassen und leiden nicht so unter der Passivierung. Und die Patienten, die eine Sterbehilfe in Anspruch nehmen, leiden extrem unter der Passivierung und finden keine Lebensqualität mehr. Das ist das eine. Dann schwere neurologische Erkrankungen, also der Klassiker ist die amyotrophe Lateralsklerose, nicht die ALS, wo die Atemmuskulatur dann versagt und die Patienten eben nicht beatmet werden wollen. Oder auch Glioblastome, also Gehirntumore, wo die Patienten fürchten, dass sie die mentale Leistungsfähigkeit verlieren. Also Karzinom, neurodegenerative Erkrankungen, Karzinome, dann schwere Autoimmunerkrankungen, die über Jahrzehnte laufen und bei denen auch dann durch die Medikamente einfach über die Jahrzehnte hinweg schwere Nebenwirkungen auftreten und die sehr gequält sind, also so nicht mehr weiterleben wollen. Wie haben Sie eigentlich auch jüngere Patienten? Ich weiß, kann mal überlegen, es sind tatsächlich, das war auch etwas, was ich eigentlich nicht erwartet hatte, hochbetagte Patienten, es sind viele hochbetagte Patienten. Mit ALS hatte ich auch schon mal eine jüngere Patientin, die war Mitte 40 mit jugendlichen Kindern. Und die hat sich auch dafür entschieden? Ja, ja, die wog keine 40 Kilo mehr. Also und hatte, also stand vor der Beatmung. Nimmt sie das eigentlich persönlich mit, diese Schicksale? Ja. Ja. Ist das belastend? Also ich merke nach solchen Besuchen, dass ich ein, zwei Tage brauche, in denen ich einfach in denen ich wieder so in die Welt zurückkommen muss. Ja. Und ja, natürlich nimmt es einen mit, aber ich finde, es berührt mich sehr und der Tod und dieser Übergang beschäftigt mich auch, nicht? Also diese Frage, das war ja auch die Eingangsfrage, wie wollen wir sterben? Ich denke, das war bisher keine Frage. Ja, wir sind halt irgendwie auf den Tod zugelaufen und irgendwann ist er passiert, mehr oder weniger quälend. Aber ich glaube, auch das ist ein Effekt der Corona-Zeit, dass mit dem Wissen, was da in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen vor sich gegangen ist, dass die Menschen sagen, ich will das selbst bestimmen, ich will nicht einfach darauf zulaufen. Ja, also dass wenn früher, kann man sagen, also früher Anführungszeichen, die Normalität war, dass man einfach in sein Schicksal reinlief und das war entweder gnädig oder nicht. Also man starb entweder einfach oder hatte eine quälende Zeit.
dass Menschen heute sagen, ich möchte da mitbestimmen. Ja, ich möchte, wenn ich merke, dass sich mit mir etwas verändert, was in der Richtung geht, also dass es wohl auf den Tod oder auf den Sterbeprozess, muss man sagen, zuläuft, dann möchte ich gerne mitbestimmen. Und das ist anders geworden, glaube ich. Mhm. Ja, es hat sich ja auch viel verändert. Seit Corona natürlich, aber auch schon vorher. Menschen möchten mehr selbst bestimmen, ob jetzt im Tod, aber auch im Leben natürlich, wie man sich das persönlich gestalten möchte. Es ist ja auch ein großes Geschenk und zugleich stelle ich mir dann natürlich die Frage, ob wir eine gewisse, jetzt in dem Zusammenhang mit der Sterbehilfe, ob man eine gewisse Wertschätzung für das Leben verliert, weil wir auch eine andere Unterhaltung zum Beispiel über das Thema Abtreibung haben zum Beispiel. Ja? Und damit möchte ich nicht sagen, dass ich die aktuelle Regelung in Deutschland nicht in Ordnung finde. Die finde ich okay. Aber die Art und Weise, wie wir mit diesen Themen umgehen, was bei der Sterbehilfe sicherlich noch nicht der Fall ist, aber sehen Sie da irgendwie, dass diese Wertschätzung für das Leben verloren gehen kann? Also ich erlebe es eigentlich andersherum, dass man vielleicht, wenn man sich so bewusst mit dem Sterben auseinandersetzt, man sich dann vielleicht auch bewusster mit dem Leben auseinandersetzt. Nicht, was ist mir wirklich wichtig? Was ist unnötiger Ballast? Was ist, was engt mich nur ein? Also, dass man sich da auf eine andere Art und Weise Gedanken macht darüber. Ja, und ich erlebe es auch oft, dass Patienten mir sagen, also Patienten oder dann auch deren Angehörige, dass sie das Gutachten wie so ein, also man könnte sagen, also oder das auf mein Anliegen vielleicht, wie so ein Würdetestament erleben. Also dass das Leben, so wie sie es gelebt haben, mit ihren Werten, was ihnen wichtig war, dass das nochmal gewürdigt wird und dass auch die Entscheidung auf dem Hintergrund ihres bisherigen Lebens gewürdigt wird und es damit abgerundet wird. Ja. Und jetzt habe ich die Frage, glaube ich, verloren, ob das Leben weniger wertgeschätzt wird. Ja, also es ist nur so eine Idee, die ich im Kopf habe, dass wenn wir selbstbestimmt sterben können, und wir kommen jetzt dann zu den sehr liberalen Sterbehilferegelungen, wie zum Beispiel in Kanada, ich glaube, darauf möchte ich dann jetzt hinaus, ob man so eine gewisse Wertschätzung für das Leben einfach nicht mehr da ist. Und vielleicht sollten wir direkt mal über die Kritikpunkte sprechen, weil dann wird vielleicht diese Frage auch etwas klarer. Und zwar geht's in meinem Fall, Kanada hat die liberalsten Sterbehilferegelungen, also auf der Welt. Natürlich kann man Sterbehilfe auch in Belgien und in Niederlande zum Beispiel beantragen, auch in mehreren Ländern schon. Ich habe mir das hier irgendwo aufgeschrieben. Hier auch in Luxemburg gibt es Sterbehilfe seit 2021, auch in Spanien, und Portugal will ein Gesetz nachbessern. Also es ist nicht so, als wären nicht mehrere Länder, würden sich um dieses Thema kümmern. Kanada macht es schon länger und auch sehr liberal. Und da haben sich eben auch gewisse Kritikpunkte kristallisiert, weil sich herausgestellt hat, dass eben Menschen auch Sterbehilfe beantragen, die eben keine medizinische Indikation haben. Nun muss man sagen, wollte Kanada die Sterbehilfe auch Menschen zur Verfügung stellen, die psychische Krankheiten haben. Das sollte dieses Jahr im März zugänglich gemacht werden. Das haben die jetzt aufgeschoben. Das ist der letzte Stand, den ich darüber habe. Und trotzdem gibt es vermehrt Fälle, die kann man online sich ganz einfach raussuchen, von Personen, die eben keine schwerwiegende medizinische Indikation haben und diese Sterbehilfe beantragen. Warum? Sie sind obdachlos, sie fühlen sich nicht so, als könnte sich ihr Leben wenden. Also gab einen Fall, ein 37-Jähriger, der immer mal wieder obdachlos war, schwierige Familienverhältnisse, und er hat das Gefühl, er schafft es einfach nicht. Und deswegen hat er sich jetzt bei diesem MAID-Programm, so heißt es ja in Kanada, Medical Assistance in Dying, er hat da den Antrag gestellt und wartet jetzt auf seine Gutachten. Und das ist schon, glaube ich, so der Kritikpunkt, den viele Leute haben. Wenn wir das so liberalisieren, wie gehen wir mit diesen Fällen um, wo eigentlich keine medizinische Indikation vorliegt? Dieses Ausmaß an Liberalität haben wir ja tatsächlich nicht, ja. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie es mit der Sozialhilfe in Kanada bestellt ist. Also
von der Theorie her, müsste unsere Sozialhilfe ausreichen, laut Gesetz, um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Und wenn jemand dann den Antrag stellen würde und sagen würde, für mich ist das nicht menschenwürdig, das müsste ich mir sehr genau anschauen. Also ich hätte gar keine Idee, wie derjenige das begründen könnte. Denn es würde ja zum Beispiel gehen um die Lebensqualität. Was hat er an Lebensqualität verloren? Das wären dann alles pekuniäre Geschichten, also alles finanzielle Geschichten, also etwas, was er sich finanziell nicht mehr leisten kann. Also ich hätte jetzt keine Idee dazu. Mhm. Naja, in Kanada ist es ja eben so, dass man eben nicht mehr also man muss bestimmte Themen, also bestimmte Sachen gar nicht vorweisen. Und wenn wir jetzt mal die Sachen durchgehen, die Sie ja auch genannt haben, die auf die Sie auch achten, Freiwilligkeit, Wohlgewogenheit, Dauerhaft des Wunsches und keine Autonomie gefährdenden Risiken, die könnte ja auch jemand glaubhaft rüberbringen, der eben keine medizinische Indikation hat. Also ich kann mir das schon vorstellen. Ja, aber dann muss ich es immer noch nachvollziehen. Ja, immerhin verschreibe ich ein Medikament, das ja tödlich wirken soll und bin damit auch verantwortlich dafür. Das heißt, ich muss es verantworten können, dass ich dieses Medikament verschreibe. Und wenn ich es nicht nachvollziehen kann, dann würde ich kein Medikament verschreiben. Mhm. Mhm. Müsste man sich jetzt natürlich, muss ich ehrlich zugeben, nochmal genauer angucken, wie diese Fälle behandelt werden in Kanada. Es gibt auch Berichte darüber, dass eben auch Patienten, die im Krankenhaus sind, von dem Krankenhauspersonal auch, ich will nicht sagen gedrängt, aber ich sag mal, der Vorschlag wird gemacht. Aber das wäre ja dann schon dieser Punkt, ne? Autonomie, gefährdende Risiken. Das würde zu der Ausübung von sozialem Druck gehören. Und das wäre eine Einschränkung der autonomen Willensbildung und dann wäre es nicht möglich. Mhm. In Kanada haben sich eben auch schon hier Menschenrechtsorganisationen zu Wort gemeldet, die sagen, dass Euthanasie kann kein Grund dafür sein, dass Kanada seine Menschenrechtsverpflichtungen nicht erfüllt. Also da werden eben auch Organisationen schon aufmerksam, die sagen, okay, die Liberalisierung ist vielleicht zu weit gegangen in diesem Zusammenhang. Glauben Sie auch, dass das geht, dass man Sterbehilfe zu liberal machen kann? Sicher. Also es gibt keine medizinische Hilfestellung, die man nicht missbrauchen kann. Ja. Und das Bundesverfassungsgericht hat aber in seinem Urteil, die Urteilsbegründung ist immerhin 96 Seiten lang sehr detailliert und auch eindrucksvoll, meine ich, dargelegt, was oder wie freie Verantwortlichkeit zu verstehen ist. Und man muss sich eben die Mühe machen, nicht? Also ich brauche für so ein Gutachten etwa in der Summe 12-14 Stunden, ja. Und das ist nicht so eine schnelle Geschichte. Wir haben ja eingangs die Frage gestellt, wie wollen wir sterben? Es ist ja schon ein unglaubliches Privileg, haben wir ja auch herausgearbeitet, diese Frage überhaupt sich stellen zu dürfen und da auch eine Antwort drauf finden zu können. Glauben Sie, man wäre wieder bereit, diese Autonomie aufzugeben? Glaube ich nicht. Also halte ich für fast unvorstellbar. Ja, die Menschen wollen beteiligt sein. Also die wollen am Sterbeprozess beteiligt sein, aber sie wollen ja auch zunehmend weniger zum Beispiel in der Medizin einfach eine Medikation verschrieben bekommen. Sie wollen aufgeklärt werden. Sie wollen Alternativen, geht's nicht auch ohne Medikamente oder ohne Operation, nicht? Also der Wunsch, die eigene gesundheitliche Verfassung in die eigene Hände zu nehmen und da zu schauen, wie viel man doch selbst hinbekommt, da kann ich mir nicht vorstellen, dass der wieder rückgängig zu machen ist. Mhm. Interessant ist ja, dass Sie sagen, Menschen wollen wissen, was möglich ist ohne Medikamente. Trotzdem werden viele Medikamente verschrieben.
vor allem auch am Ende des Lebens ist. Ja, aber auch viel nicht eingenommen. Also, okay. Ja, ich glaube, eine Schätzung ist, aber das weiß ich eigentlich nicht mehr genau, die letzte, die ich gelesen habe, dass mindestens 30% im Müll landen. Und die Patienten haben am Ende ihres Lebens, also manchmal zum Beispiel bei einem Gutachten, in den Unterlagen sind ja auch die Medikamente aufgelistet. Im Gutachten schreibe ich die in der Regel nochmal auf. Manchmal hisse ich da allerdings die Flagge und schreibe nur noch hin 20 verschiedene Medikamente mehrfach am Tag. Ja, und liste das gar nicht mehr auf. Weil also, so viele sind? Ja. Mhm. Wieso? Ich meine, das ist ja auch bekannt, dass Menschen in den letzten Lebensjahren mehr medizinische Zuwendung erhalten als sonst im ganzen Leben. Na gut, das ist so eine Regel, die man gefunden hat, dass die Kosten, ich glaube, im letzten Lebensjahr 80% dessen ausmachen, was im ganzen Leben verbraucht wurde. Das bedeutet aber auch zum Beispiel, wenn ein Kleinkind stirbt, also auch da wäre es im letzten Lebensjahr etwa 80%. Das heißt, die Ausgaben steigen, gehen steil nach oben, weil der Versuch, noch etwas zu wenden oder vielleicht etwas Positives hinzubekommen, enorm kostspielig ist und häufig auch quälend. Also klammern wir uns zu sehr ans Leben? Ich weiß inzwischen gar nicht, ob die Menschen sich so sehr daran klammern oder ob das nicht so ein Automatismus auch in unserem Gesundheitswesen ist. Es wird eine bestimmte Diagnose gestellt und da wird ein bestimmter Therapie oder ein bestimmter Vorschlag des Umgangs damit gemacht. Es wird nahezu nie gefragt, eine Option wäre auch gar nichts zu tun oder nichts mehr zu tun, sondern die Option ist immer, etwas zu tun. Und da glaube ich, oder ist mein Eindruck eher, dass viele in so eine Schiene reinschlittern, in der sie den Eindruck haben, eine Diagnose ergibt die nächste Therapie, die nächste Diagnose, die nächste oder Intervention. Es ist ja nicht immer wirklich eine Therapie. Und erst wenn sie merken, dass sie da auf so einen slippery slope kommen, auf so eine schiefe Ebene kommen, die sie gar nicht mehr anhalten können und die auch zu keinem guten Ende führt, erst dann so einen Nothalt drücken, sozusagen, also wie zum Beispiel den begleiteten Suizid. Mhm. Mhm. Ich möchte noch eine ganz kleine Exkursfrage stellen. Und zwar, weil ich mich ja auch mit diesem Thema Psychedelika ein bisschen beschäftige. Und ich wollte nur mal wissen, ob Sie eigentlich auch, ich weiß, dass vor allem Menschen, die chronisch krank sind, die vorm Sterben liegen, in Amerika zumindest, hier auch in der Charité, wird experimentell auch eben Psilocybin verabreicht, um eben diese Angst vor dem Tod zu nehmen. Waren Sie da schon an Sachen beteiligt oder? Nein, ich habe die Diskussion, oder ich verfolge die Diskussion. Und finde die hochspannend, auch hochspannend und glaube auch, also kann mir gut vorstellen, dass das jetzt nicht nur in Bezug auf die Todesängste, sondern auch bei einigen psychischen Erkrankungen vermutlich ein Weg sein könnte. Mhm. Da wieder gesund zu werden tatsächlich. Gesund oder zumindest mit weniger Leiden als bisher. Mhm. Wobei das ja interessant ist, weil soweit ich informiert bin, zumindest was das mit LSD angeht, wurde ja damals schon damit geforscht und dann hat man es ad acta gelegt, weil irgendwie das nicht ganz so gut gelaufen ist und jetzt wird es wieder ausgepackt. Ja, gut, ist einfach schief gelaufen damals, muss man sagen. Ja, es ist missbräuchlich verwendet worden und exzessiv verwendet worden und das hat dann zu dieser Überregulierung umgekehrt geführt. Dass man sich dem wieder annähert, ist, glaube ich, eine gute Geschichte. In Deutschland laufen ja solche Prozesse sehr langsam ab. Ja.
im Vergleich zu, wenn wir jetzt dann zu den, ich sag mal, Pionieren in den Vereinigten Staaten rüberschauen, die ja da dann wirklich auch die Initiative ergreifen und ja, auch die Schweiz. Ah, ja. Ja, auch in der Schweiz ist ein Kollege, mit dem ich Kontakt hatte, den ich auch besucht habe, der mit Genehmigung der Schweizer Gesundheitsbehörde so eine Low-Dose-Behandlung mit Psychedelika durchführt, also unter Studienbedingungen. Und das ist hochspannend. Mhm. Ja, Microdosing ist das Schlagwort dafür, ne? Ja, sehr trendy auch für Menschen, die High-Performer sind, sage ich mal, die das aus ganz anderen Gründen nehmen. Gut, gibt verschiedene Anwendungsbereiche natürlich. Aber Sie haben jetzt da rein mit Patienten noch keine Erfahrung machen können, ne? Weil das wahrscheinlich so einfach gar nicht ist. Ja, es ist auch nicht mein Spezialgebiet. Also da kenne ich mich nicht aus. Das verfolge ich. Interessiert, also sehr interessiert, aber ich habe keine Erfahrung damit. Ja, verstehen Sie da, was da im Gehirn los ist? Weil Sie haben ja so eine psychopharmakologische auch Ausbildung. Hm. Also ich glaube, meine Theorie ist, das ist jetzt keine genau pharmakologische Theorie, ja, aber man könnte ja sagen, wir haben in unserer westlichen Welt einen Dauer-Lockdown gegenüber dem geistigen Bereich, spirituellen Bereich oder geistigen Bereich, ja, der existiert eigentlich also der gerät leicht in die Esoterik. Und die Frage ist für mich, ob sich da nicht eine geistesgeschichtliche Wende auch anbahnt, als dass dieses Reduktionistische, das wir haben, wo wir den Menschen und die Welt als Riesenmaschine konzipieren, ja, das ist unser Modell, das wir haben, ob das nicht vielleicht in Ablösung begriffen ist und da auch eine andere Dimension wieder zum Tragen kommt. Mhm. Interessant, sehr spannend. Ich finde dieses Themengebiet auch sehr interessant, ja, muss ich auch ehrlich sagen. Und habe natürlich auch private Erfahrungen damit gemacht, das sage ich auch öffentlich, das ist auch okay. War sehr erhellend, sage ich mal so. Ja. Es hat sich wirklich so angefühlt, wenn ich es beschreiben müsste, als wäre irgendwas durchgespült worden. Ja. So fühlt sich das an. Und es ist auch im Endeffekt, würde ich sagen, frei geblieben, aber es kann sich natürlich wieder verstopfen. Es gab vor vielen Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, gab es im SWR2-Forum eine Sendung mit diesem Schweizer Psychiater, der diese Versuche macht oder Studien macht. Und nochmal jemandem, ich weiß den Namen nicht mehr, also der Schweizer ist Peter Gasser. Und der sein Kollege, der in dem Gespräch mit dabei war, der sagte, er hat einmal eine solche Erfahrung gemacht und die war so beeindruckend und hat ihm eine Perspektive geöffnet und sagt, er braucht das kein zweites Mal, aber in einem positiven Sinn. Ja, er sagt, da ist etwas aufgegangen, was ein Leben lang halten wird. Ja. Und das fand ich schon also enorm beeindruckend. Sie haben persönlich noch keine Erfahrungen damit gemacht? Nein. Oder wollen Sie nicht sagen? Ist auch okay. Ja. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Und mit der Erfahrung, die Sie auch machen, Sie haben Menschen begleitet beim Sterben. Sie haben das Medikament im Endeffekt zusammengerührt. Ja, ich finde das schon sehr, ja, sehr beeindruckend. Haben Sie persönlich Angst vor dem Tod? Vor dem Tod nicht. Ich hätte Angst vor einem gequälten Sterben. Aber die Tatsache, dass es eine Exit-Möglichkeit gibt und ich einem solchen Prozess nicht hilflos ausgeliefert wäre, die finde ich entlastend. Und die erhöht eher, oder nicht eher, die erhöht die Lebensfreude. Frau Landes, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war sehr erhellend, sehr, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt auf die Kommentare unten im Video, wie die Leute sich mit diesem Thema auseinandersetzen, was für Meinungen es dazu gibt. Kann mir vorstellen, dass es auch sehr kontrovers ist und möchte mich sehr für Ihre Zeit bedanken. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank.